Die Zeit ist gekommen, liebe Zuschauer, wo die Frage immer aktueller wird, welche neuen Werte und Ziele sollen an die Stelle der alten, die unhaltbar geworden sind, treten? Konkurrenzkampf zum Beispiel, auch im Rahmen des menschlichen Fortschrittes ein zweifellos positiver Faktor, wird problematisch, wenn man daran denkt, dass die Größe des Planeten Erde begrenzt ist und dass deshalb das Bruttosozialprodukt der einzelnen Länder nicht ständig wachsen kann. Wir gelangen jetzt an Grenzen, die ein Umdenken notwendig machen. Was können wir unternehmen, um miteinander wieder in Fühlung zu kommen? Was müssen wir ändern, um die für viele so deprimierende Einsamkeit zu überwinden? Warum riskieren wir es nicht oder fast nicht, einander die wesentlichsten und dringendsten Fragen zu stellen? Jeder Mensch ist zunächst gewohnt, sich als Mittelpunkt zu sehen und die Gemeinschaft, in der er lebt, als Umwelt. Als ein nun einmal bestehendes System, mit dem man einverstanden sein kann oder nicht, das aber mit dem eigentlichen Ich verhältnismäßig wenig zu tun hat. Das aber ist der Trugschluss. Denn ohne die menschliche Gesellschaft wäre der Einzelmensch überhaupt nicht denkbar. Ich möchte sogar sagen, nicht existent. Das, was wir unser Ich nennen, entwickelt sich nur zum Teil aus unseren Erbanlagen. Keinesfalls aber ist es etwas von der Gesellschaft Unabhängiges, Eigenständiges. Jeder von uns ist der andere für den anderen. Im Guten wie im Bösen. Wir werden beeinflusst und wir beeinflussen. Heute steht längst außer Zweifel, dass der Mensch aus dem Tierreich hervorgegangen ist. Wenn dem so ist, können wir Vergleiche mit anderen Lebewesen anstellen, die ebenfalls nicht eigentlich Individuen sind, sondern inmitten einer Gemeinschaft leben. Ameisen auf ihrem unruhigen Weg entlang einer Ameisenstraße. Ein Ordnungsablauf wird sichtbar. Menschen auf einer Straße. Ein Muster ist auch hier erkennbar. In der ameisenhaften Verwandlung, die wir dem Menschen antun, fällt die Fragestellung leichter. Ist der Mensch wirklich das Zentrum alles Bestehenden? Der Mittelpunkt, zu dem er sich macht? So sieht der Mensch von Namen aus, als Pygmäe geboren, im Inneren Afrikas. So, wenn die Lebensverhältnisse einer Südseeinsel ihn prägen. Und so als Nachkomme einer jahrtausendealten asiatischen Kultur. Aufgrund verschiedener Religionen hält sich der Mensch für unsterblich. Für das Maß aller Dinge und Lebewesen auf dieser Welt. Er ist stolz auf seinen freien Willen. Wie ein Zuschauer blickt der Mensch auf die ihn umgebende, von ihm getrennte Welt. Und er kann sich kaum vorstellen, dass er mit dieser Umwelt der niederen Tiere und Pflanzen irgendetwas gemeinsam hat. Seinen Körper hält er von seinem Verstand für unabhängig und seinen Geist für unfehlbar, soweit er sich entwickeln konnte. Der Mensch glaubt an sich selbst zuerst. Aber könnte er sich nicht doch auf manchen Gebieten irren? Das Lebewesen Mensch, das wir wie eine Ameise filmen, um Distanz gewinnen zu können, lebt in ausgedehnten Siedlungen. Hier wird der Mensch geprägt. Jede Straße, in der ein Kind heranwächst, hinterlässt einen wichtigen Stempel in seinem Leben. Bei Tieren sprechen wir von einem Herdentrieb, wenn sich Tiere gleicher Art zu einer größeren Gemeinschaft ordnen.
Ist auch der Mensch einem solchen oder ähnlichen Trieb ausgesetzt? Diese Schafherde zeigt ein interessantes Phänomen. Das Rudel der Tiere bewegt sich nur in Schüben vorwärts. Bleibt ein Tier stehen, dann hält es andere auf. Geht eines vorwärts, dann reißt es andere mit. Man nennt das stimmungsübertragende Wirkung. Verhält sich der Mensch in einer Menschenherde viel anders? Die Menschen vor und hinter ihm, rechts und links, beeinflussen ihn. Da machen nur wenige eine Ausnahme. Bei Tieren, das ist eine afrikanische Büffelherde, übernehmen Leittiere die Führung. Das Leittier läuft voran, erkundet den Futterplatz, während die anderen warten, bis der für sie geltende Entschluss gefasst ist. So sah der Anfang hierarchischer Ordnungen aus. Im Rudel ist das einzelne Tier besser geschützt. Mehr Augen sind da, um die Feinde zu erkennen. Und in der Gemeinschaft ist selbst der Schwache mächtig. Die Herde höherer Tiere ist mehr als die Summe der Einzelnen. In ihr bildet sich von Anfang an eine Rangordnung aus. Sie wird an der Futterstelle oder der Tränke tagtäglich neu auf die Probe gestellt. Auch bei Elefanten gibt es Leittiere und Mitläufer. Betrachtet man menschliche Gruppierungen mit gleichen Augen, dann stößt man auf manche Parallele. Touristengruppen bieten sich dafür geradezu an. Da gibt es Zielstrebige und Entschlossene, Bedächtige und Einzelgänger. Das ist nur allzu verständlich. Der Mensch, der sich als Tourist auf Reisen begibt, bleibt der, der auch sonst im Leben ist, zielstrebig und entschlossen, bedächtig oder Einzelgänger. Eine Gruppe von Menschen, die sich an einem Straßenübergang bildet, erweist sich etwa einem brutalen Autofahrer gegenüber als Einheit. Aber dieses flüchtige Band zerreißt, ehe es noch geknüpft ist. Ein Rummelplatz erlaubt Individualität. Hier geht jeder für sich hin, geht seinen eigenen Weg, zu seinem eigenen Vergnügen, unangefochten. Hat man dagegen einen ganzen Tag miteinander verbracht, als Teilnehmer eines eintägigen Ausfluges, dann fühlt man sich der Gruppe zugehörig und ist bereit, dafür auf einem Foto zu lächeln. Vor dem kaiserlichen Palast in Tokio lassen sich Touristen am Ende ihrer Stadtrundfahrt fotografieren. Das Bild veranschaulicht, wie die Gruppe in einer Form bewusster Ordnung kulminiert und sich danach sofort wieder auflöst. Lebenslange Gruppen sind zum Beispiel religiöse Gemeinschaften. Eine von Leichnamsprozession in Wien. Einmal im Jahr bildet diese sonst lose Gruppe von Menschen eine Art von Kristall, ordnet sich in einer ganz bestimmten Weise an, das heißt, sie unterordnet sich einer aufwendigen Zeremonie. Diese Zeremonie gleicht einem Schaufenster, in dem einmal jährlich das religiöse Gruppenbild von Menschen ausgestellt wird, die sonst ihren Glauben weniger auffällig zur Schau tragen. Die Funktion des religiösen Spektakels, sich als Organisation selbst zu beweisen und die Zugehörigkeit ihrer Anhänger bei Wind und Wetter zu bekräftigen. Die menschlichen Gruppenbildungen sind Produkte planender Intelligenz. Eine alle verbindende Idee richtet sich auf ein von allen angestrebtes Ziel und setzt eine alle unterjochende Ordnung voraus. Wenn das Tier sich zu Rudeln formiert, dann folgt es einem angeborenen Instinkt. Wenn der Mensch sich in einen Demonstrationszug, für was auch immer, eingliedert,
dann veranlassen ihn dazu Gefühl und Vernunftgründe, aber auch bei ihm ist ein ähnlicher Instinkt wirksam. Das Bedürfnis, sich so zu betätigen, hat der Mensch vermutlich vom Tier geerbt. Der Mensch, das Einzelwesen, das so großen Wert darauf legt, als Individuum bezeichnet zu werden, erweist sich als unfrei. Der Mensch sucht nach Leitlinien für seinen vagen Lebensverlauf und haben Ziele und Ideen erst einmal von ihm Besitz ergriffen, dann beherrschen sie ihn mit der Stärke eines Instinktes, machen ihn abhängig und süchtig, lassen ihn zu einem ausführenden Organ werden. So menschenfreundlich sich der Mensch in der Gruppe gibt, so unduldsam kann sich die Gruppe nach außen hin präsentieren. Gerade da, wo sich Menschen für ein höheres Ideal aufopfern, werden Andersdenkende oft zum Gegner, zum Feind. Verlassen wir die menschliche Gemeinschaft und wenden wir uns der Lebensentwicklung auf ihrer niedrigsten Stufe zu, den Amöben. Es sind Einzeller. Sie bewegen sich mit Hilfe ihrer Scheinfüßchen fort. Wie Mücken sehen sie aus, wenn man sie in noch stärker beschleunigtem Zeitablauf filmt. Jede einzelne Amöbe führt von der anderen unabhängig ihre Bewegungen aus. Plötzlich verändert sich ihr Verhalten. Die Tiere rücken näher aneinander, berühren sich mit den Scheinfüßchen und lassen wieder voneinander ab. Noch scheinen sie unentschlossen zu sein. Es ist das Vorspiel zu einem der erstaunlichsten Vorgänge in der Natur, die wir kennen. Die Tiere verschmelzen schließlich, vereinigen sich, geben ihr individuelles Leben auf. Es bilden sich Ketten, in denen die einzelnen Zellen kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Wie mit einem Kopfsprung taucht das Individuum Amöbe in den großen Strom ein, gibt sein Einzelleben auf und fügt sich in ein größeres, überindividuelles Ganzes. Wie man heute weiß, bewirken chemische Stoffe diese Annäherung im Verhalten der einzelnen Amöben. Hunderte, Jahrtausende strömen so zu einem gemeinsamen Ziel. Wer den Bus versäumt hat, eilt ihm schleunigst nach. Es ist, als ob ein geheimnisvoller Ruf sie alle leitet, als ob ein übernatürlicher Wille sie zusammenführt. Am Schluss bilden sie alle gemeinsam einen pilzartigen Körper, der sich von seinem Untergrund abhebt und eine hochwachsende Sporenkapsel bildet. Hier sehen wir sie von der Seite. Ein aus Tausenden von Einzelzellen bestehender Körper, der durch Zusammenschluss von Einzelwesen entsteht und wie die Frucht einer Pflanze die Verbreitung dieser an sich frei lebenden Amöbenart sicherstellt. Die vielzelligen Elefanten vermehren sich auf andere Weise. Aber ebenso wie die einzelligen Amöben bilden auch sie größere Einheiten, in denen wieder eine Arbeitsteilung, eine Fortsetzung und weitere Steigerung des Lebens stattfindet. Dasselbe trifft auch auf die Affen zu, die Gruppen bilden. Und schließlich auch auf den Menschen. Die Gruppe ist eine Lebenseinheit höherer Ordnung, mehr als bloß die Summe ihrer Teile. Die einfachste und ursprünglichste Form einer Gruppe bei Tier und Mensch ist die Familie,
die zur Erhaltung und Fortpflanzung notwendige Gemeinschaft. Man hat versucht, sie durch die Kommune zu ersetzen, durch das Kollektiv. Aber die naturgegebene Grundeinheit Vater und Mutter haben diese neuen Versuche menschlichen Zusammenlebens nicht ersetzen können. Innerhalb der Familie entsteht eine besonders innige Beziehung zwischen Mutter und Kind. Eine instinktmäßige, nicht vom Willen diktierte Beziehung, ohne die das Kind kaum ungestört und gesund aufwachsen kann. Auch die emotionalen Bindungen, die zwischen Mann und Frau entstehen, basieren nicht in erster Linie auf dem Verstand. Wen sich der Mensch als Partner, als Freund, als Kampfgefährte wählt, auch das wird nicht sein Wille, sondern sein Gefühl, sein Instinkt bestimmen. Wer dieselbe Sprache spricht, wörtlich und bildlich gemeint, mit dem gehen wir eine Bekanntschaft oder Freundschaft ein. Auch Menschen, mit denen wir unsere Gedanken austauschen können, widmen wir unsere Zeit. Die Frau der Freundin. Der Mann dem Gleichgesinnten, dem Gesprächspartner. Unsere Freunde fürs Leben finden wir häufig schon auf der Schulbank. Gemeinsames Studium, gemeinsame Ansichten, gemeinsame Vergnügungen, all das verbindet. Für viele Männer ist die gemeinsam verbrachte Soldatenzeit die schönste ihres Lebens. Auch dieselben Berufe, dieselben Arbeitsplätze, ein gemeinsamer gleicher Arbeitstag mit all seinen Erfolgen und Misserfolgen führt Menschen zusammen und macht sie demselben Geschehen auf Gedeih und Verderb untertan. Wenn sich zwei Menschen in eine Tätigkeit teilen und dafür einen gemeinsamen Arbeitsrhythmus finden müssen, dann bindet sie das aneinander, als Freund oder Feind. So entstehen feste und dauerhafte oder lose, vorübergehende Arbeitsgemeinschaften. Eine große, andauernde Arbeitsgemeinschaft ist der Betrieb, die Fabrik. Gemeinsame Feldarbeit als Ort der Begegnung. Die Wasserstelle seit alters her ein Ort, wo Menschen zusammentreffen und miteinander sprechen. Die Feuerstelle, um die man sich schart, ebenfalls ein Platz für menschliche Zusammenkünfte. Bei den Germanen war es das Ting, wo sich die Ältesten und Einflussreichsten trafen. In einem kleinen Ort kann es auch eine bestimmte Straßenecke sein. Etwas, was man gemeinsam aufsucht, ist auch der Schatten. Und etwas, was man mit denen gemeinsam hat, deren Städte, Dörfer und Hütten man teilt, ist die Sitte und das Brauchtum. Die Art und Weise, wie man lebt, wie man isst und trinkt, wie man arbeitet und die Zeit verbringt, das verbindet. Eine Eigenart des Menschen. Er ist gern und oft allein, aber seine Mahlzeiten verbringt er lieber in Gesellschaft. In Gesellschaft schmeckt es ihm besser. Und selbst beim Essen kann er seine Gedanken loswerden, seine Ideen, Vorstellungen und Beschwerden an den Mann bringen. Seine Freizeit, also seinen Feierabend, sein freies Wochenende und seine Ferien, verbringt der Mensch am liebsten unter anderen. Um diese Zeit, wie er meint, sinnvoll zu verbringen, schafft er sich 1000 Anlässe. Er nennt diese Anlässe Feste. Feste der Tradition oder Feste der Improvisation.
Unzählige Menschen tun zur gleichen Zeit aus demselben Anlass das Gleiche. Musik spielt dabei eine wesentliche Rolle. Sie schafft einen gemeinsamen Rhythmus, dem sich die Tanzenden bereitwillig unterordnen. Musik, Tanz, Geselligkeit sind geeignet, den Menschen aus seinem Alltagsleben herauszuheben. In der kostümierten, anonymen Masse kann der Mensch leicht sein kompliziertes, von Sorgen belastetes Ich vergessen und ist bereit, unterzutauchen, sich zu vergessen, sich zu amüsieren. Der Unterschied solchen Verhaltens in einer zivilisierten und primitiven Kultur ist gering. Es wird immer darum gehen, der Mensch sucht ein anderes Ich. Er sucht sich anders und, wie er meint, besser zu verwirklichen. In der Gruppe wird er stets versuchen, auf irgendeine Weise zu imponieren, sich als Einzelner hervorzutun. Nur im gemeinsam überlieferten Tanz ist ihm eine gewisse Unterordnung möglich. Diesem samoanischen Tänzer ist anzusehen, wie sehr er ein Publikum braucht, um sich entfalten und abreagieren zu können. Ohne Zuschauer wäre er ein Niemand. Viele der perfekten Leistungen auf dieser Welt wären nie entstanden, gäbe es keine Zuschauer. Die Menge, die Masse, die Gruppe Mensch nimmt Einfluss auf die Leistungen des Einzelnen. Der Erfolgreiche im Sport, auch in der Kunst, in der Wissenschaft, ist das Produkt der Menge, das Objekt ihrer Gunst und ihrer Verachtung. Eine Großveranstaltung von Turnern. Wir sind hier bloß Zuschauer, haben nicht mitzuspielen und mitzugewinnen, sondern lediglich mitzuempfinden. Umso mehr genießen wir Schönheit und Harmonie, Gleichklang und Ordnung. Da wir selbst nicht mitwirken, können wir es doppelt genießen. Erinnern wir uns an die Amöben. So wie sie sich zu Körpern größerer Macht zusammenschließen, so schließt sich auch der Mensch zu Körpern größerer Macht, zu Körpern des Angriffs und der Verteidigung zusammen. Innerer Zusammenhalt wird bei der militärischen Parade zum Zeichen äußerer Geschlossenheit. Es kommt nicht darauf an, ob es kleine oder große Gruppen sind, größere Verbände oder ganze Nationen. Wer sich entschließt, sich und seine Macht als Einheit vor einer Öffentlichkeit zur Schau zu stellen, der verfolgt ein Ziel. Das Ziel, mit anderen zusammen für eine gemeinsame Sache einzutreten. Die winzigen Amöben auf der untersten Stufenleiter des Lebens haben keine Intelligenz, kein menschliches Ich-Bewusstsein und sind doch zu einer erstaunlichen Leistung fähig. Auch hier gibt es bereits Außenseiter, die sich nicht in den Strom fügen, die sich gegen den Strom stellen. Wer gegen den Strom der menschlichen Gesellschaft schwimmt, hat es nicht leicht. Angebot und Nachfrage längst funktionierender Organisationen machen ihm die Wahl und Entscheidung für sein eigenes Ich schwer. Alles funktioniert schon ohne ihn. Alles ist in einem endlosen Kreislauf gefangen. Der alte Mensch hat sich längst entschieden
wohin und zu wem er gehören will. Er hat seine Wahl getroffen, ob richtig oder falsch. Der junge Mensch weiß noch nicht, wohin er sich wirklich orientieren soll, zu welcher Gemeinschaft, welcher Gruppe, welcher Ordnung. Der Wille des Menschen ist weniger frei, als die meisten glauben. Der Mensch ist weit weniger ein Individuum, als er annimmt. Wir haben den Menschen als Ameise betrachtet. Er ist eine Ameise. Fabelhaft funktionierend, Produkt einer anonymen Vielheit. Das sind menschliche Sporenkörper, Häuser, Städte. Der Mensch steigert sein Selbst, während er sein Selbst verliert. Das anscheinend individuelle Geschehen in den Straßen einer Großstadt ist eine Täuschung. Der Prozess Leben setzt sich über den persönlichen Einsatz des einzelnen Menschen hinweg fort. Der Mensch trägt im Gesamtablauf lediglich sein Schärflein bei. Er wird in den Strom Leben hineingeboren, wird von diesem geformt und geprägt, findet darin lebenslang seinen Standort. Wie die Früchte eines Baumes sich nicht entwickeln könnten, ohne Stamm, Zweige, Äste und Blätter, so wäre auch der einzelne Mensch nicht dort, wo er ist, hätten sich nicht Familien, Gruppen und Verbände gebildet, die uns durch ihre Gemeinschaftsleistungen allmählich emporgetragen haben. Ameisen konnten über die Ameisengemeinschaft nur begrenzt vorwärts kommen. Hier fehlte der Zauberstab der Intelligenz. Der Mensch besitzt diesen Zauberstab und er benutzt ihn. Er gibt weit mehr, als er glaubt, seine Persönlichkeit auf und gewinnt dadurch.